Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video in der Kategorie Neukopf. Hier werde ich dir jede Woche ein Coaching-Tool zeigen, in dem du dich ein bisschen reflektieren kannst, mal in deinen Kopf reinschauen kannst und vielleicht auch das ein oder andere neu sortieren kannst. Wir beginnen heute mit einem fantastischen Tool, in dem du in kürzester Zeit mal einen Blick auf dein Leben werfen kannst und auch ganz wichtig schauen kannst, wie zufrieden bist du eigentlich gerade mit deinem Leben. Wenn du Lust drauf hast, nach dem Intro geht's los. Das Tool, was ich dir heute zeigen möchte, ist der Kreis des Lebens. Du siehst es einmal hier eingeblendet und du kannst es dir direkt downloaden. Link dazu unten in der Beschreibung. Am besten klickst du auch kurz auf Pause und downloadest dir schnell runter, druckst es aus, dann kannst du direkt mitarbeiten. Als erstes siehst du, dass das Blatt aufgeteilt ist in vier große Dimensionen: Kontakt, Körper und Geist, Arbeit und Leistung und Sinn und Kultur. Das sind für mich vier wichtige Dimensionen. Wenn du sagst, für dich sind es andere Dimensionen, die wichtiger sind, ergänze es, fülle es frei aus. Du kannst damit tun, was auch immer du möchtest. Die ich jeweils mit drei für mich wichtigen Subkategorien untermauert habe. Und genau in diesen möchten wir bzw. du dich heute einschätzen, wie zufrieden du eigentlich bist. Stell dir bei jedem der einzelnen Dimensionen, zum Beispiel beginnend mit Partnerschaft und Liebe unter Kontakt, die Frage, wie zufrieden bist du in einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 bedeutet, du bist wahnsinnig unzufrieden, es könnte überhaupt gar nicht schlimmer sein. Und die 10 bedeutet, du bist so unfassbar zufrieden, es könnte gar nicht besser sein. Du bist auf Wolke Nummer 7, Cloud Number 9, was auch immer dir in den Kopf reinkommt. Überleg dir, wo du gerade stehst und zeichne einmal einen Strich quer durch. Könnte dann so aussehen. Bei der nächsten Kategorie genau das gleiche Spiel. Wie zufrieden bist du in einer Skala von 1 bis 10? Wiederhole den Schritt jetzt bei allen 12 Dimensionen und klick danach wieder auf Weiter im Video. Bis dahin pausieren. So, du müsstest jetzt ungefähr eine Auswertung haben, die so oder so ähnlich aussieht. Natürlich mit den für dich relevanten Dimensionen bzw. Ausprägungen. So, das ist noch nicht alles. Das ist nur ein Kreis mit vielen Strichen drin, mit dem du vermutlich noch gar nicht so viel anfangen kannst. Jetzt gilt es darum, halt das Blatt mal ein Stückchen von dir entfernt und lass mal auf dich wirken. Was siehst du? Wie zufrieden bist du mit deinem Gesamtleben? Schaue vielleicht auch als nächstes, was könnte sich auf was auswirken? Wovon müsstest du ein bisschen weniger machen, dass du beim anderen ein bisschen mehr hast? Oder sagst du, in Summe passt es so, wie es gerade der Fall ist? Vielleicht um kleinen Irrglauben vorzugehen, ich glaube nicht, dass es Ziel sein kann oder sollte, auf jeder Dimension immer auf der 10 oben zu stehen. Das wäre ein furchtbar langweiliges Leben. Stellt euch vor, alles ist perfekt, es gibt keine Konflikte, keine Streitereien, nicht mal so eine kleine Reiberei oder ähnliches. Das wäre doch ein super, super langweiliges Leben. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe, weshalb Adam und Eva auch aus dem Paradies geflogen sind, sofern sie denn da gewesen sind. Als dritten Schritt bitte ich dich, such dir eine Kategorie aus, wo du sagst, die springt dich am meisten an, oder? Mit der bist du am größten Teil unzufrieden, mit der bist du noch nicht ganz so glücklich. So, schaue deinen Wert an, angenommen du hast den Wert 6 eingetragen, und überlege erstmal, was macht der Wert 6 für dich aus? Woran erkennst du ganz konkret, dass du auf der 6 stehst? Was machst du mit den beteiligten Personen? Woran merkt es jemand in deinem Verhalten? Wie reagiert dein Umfeld? Anhand welcher Kriterien kannst du messen, dass du auf der 6 stehst? Als zweiten Schritt, wenn du schauen möchtest, ob du Einfluss überhaupt auf die Dimension haben kannst. Häufig ist es so ein Irrglaube von uns, dass wir sagen, wir haben gar keinen Einfluss auf irgendwas in unserem Leben. Stell dir die Frage, auch wenn sie ein bisschen komisch und verwirrend am Anfang ist, wie könntest du es aktuell noch schlimmer machen? Also nicht besser, sondern schlimmer. Was müsstest du tun, damit die Situation noch schlimmer wird? Nicht dein Chef, nicht deine Frau, nicht dein Mann, was auch immer, sondern du ganz alleine. Also, was müsstest du tun, um von der 6 beispielsweise auf die 5 zu kommen? Auch wieder möglichst konkret, beschreibe es anhand vom Kriterienkatalog. Denn in der zweiten Stufe bzw. dritten Stufe stell dir die Frage, was müsstest du tun oder was könntest du tun, um von deiner 6 auf die 7 zu kommen, also dein Wert plus 1. Wie schon vorhin gesagt, versuch nicht direkt auf die 10 zu kommen, das ist viel zu groß, so weit kommen unsere Gedanken gar nicht mit. Die Stufen sind zu groß für uns.
sondern ein kleiner Schritt, was könntest du tun, ein kleines bisschen zufriedener zu werden auf deiner dir wichtigen Dimension. Und der vierte Gesamtschritt ist, tu es auch. Such dir eine Kleinigkeit heraus, ein winzig kleiner Schritt. Nicht gleich in die Utopie gehen, ins Paradies oder was auch immer. Such dir eine ganz Kleinigkeit heraus und tue sie am besten jetzt, falls es möglich ist. Falls dir das Video gefallen hat, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, zu liken, zu teilen und was auch immer du damit anstellen möchtest. Nächste Woche gibt es ein neues Video in der Kategorie Neukopf. Ich freue mich auf dich.